So, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ganz kurz noch am Anfang erwähnt, ich experimentiere schon sehr lange mit Elektroantrieben in E-Bikes, schon seit 2004, und habe auch sehr früh angefangen, Elektroantriebe in Tandems einzubauen, weil gerade am Tandem ist es so, wenn Sie auf der Ebene fahren, geht alles gut, nur wehe, Sie müssen den Berg hoch, dann wird es anstrengend. Interessant ist so. Und viele Paare, die mit Tandems unterwegs sind, brauchen einfach eine elektrische Unterstützung. Ist so. Also Tandems war früher ohne Elektroantrieb, war das im Grunde genommen ein Nischen-Nischen-Produkt. Da sind ganz wenige verkauft worden. Mit E-Antrieb wurde plötzlich mehr. Viele Leute konnten auf einmal Tandem fahren. Aber jetzt kam der große Durchbruch. Und zwar mit einem teilbaren Tandem. Und zwar mit dem Vorläufer von diesem hier. Sie sehen hier, da wird es geteilt. Tschack. Und das hat einen riesen Vorteil. Also dieses teilbare System, Fabian, du hast es schon auch mitgekriegt, Ja. hat ja den Vorteil, wir haben vorne, ne? Genau, Tiefen wir haben Durchstieg. vorne einen sehr tiefen Durchstieg. Also, ne? Genau. So. Und es ist nämlich auch wichtig, denn wenn Sie anhalten müssen, wie auch immer, und müssen runtergehen, Sie haben immer jemanden hinten drauf, der Fahrer und so. Es kann manchmal auch sein, dass eine Frau fährt, ein großer Mann ist hinten drauf. Ne? Also du brauchst einfach einen kleinen tiefen Durchstieg. Ne? Dann haben wir festgestellt, es hat auch noch einen gravierenden Vorteil beim Verladen selbst, wenn es geteilt ist. Ja, beide Teile sind ziemlich leicht. Wir können den Akku entnehmen und somit haben wir wirklich zwei leichte Teile. Jo. Es gibt auch faltbare Systeme, aber das Problem ist einfach, du hast diesen ganzen Apparat, musst ihn hochbringen. Manchmal ist man zu zweit, wo man es vielleicht machen könnte. Also jedenfalls hier, Sie werden es nachher sehen, wir demonstrieren Ihnen das, wie einfach das ist, dass es auch von einer Frau zu machen wäre. Auch das ist manchmal notwendig. Jo. Gut. Jetzt sieht man dem eigentlich gar nicht so an, wie schnell das geht. Aber der Fabian macht es. Und wenn Sie das drei, vier Mal dann auch geübt haben, dann wird es bei Ihnen genauso schnell gehen. Wir drehen jetzt das Tandem einmal um die eigene Achse, damit Sie besser sehen können, wie wir die Kette runter machen. So, ich fange jetzt mal mit der Kette an. Ich drücke jetzt quasi mit meiner Hand, von mir aus gesehen, nach links und drehe die Kurbel einfach einmal rum. Somit haben wir die Kette sicher abmontiert. Wichtig ist es da noch zu erwähnen, wenn Sie die Kette rausziehen, dass Sie da die Finger nicht einbringen, das wäre schmerzhaft. Also man nimmt da neben vorne die Kette, kurbeln, dann zieht man sie runter und wenn man dann so mit der Hand da in den Bereich kommt, lieber mal die Hand weg und nochmal probieren, gell? So, und nachdem wir die Kette entfernt hatten, kommt jetzt die Kabellage quasi dran. Wir haben jetzt einmal den Akkustecker, der wird vom Akku selbst entnommen, hier abgesteckt. Und jetzt haben wir unsere Seilzüge und Elektronikkabel hier nochmal. Die sind mit einem Gewindeverschluss verschraubt und wir können sie auch nicht falsch zusammenführen, da wir hier einmal einen zweipoligen Stecker haben und hier einmal einen vierpoligen Stecker. Also man kann wirklich nichts falsch machen. Und da ist auch jeweils dann eine Nut und eine Näsle dran, ne, dass dann da so ineinander so reingeht. Genau, ja, also man kann wirklich nichts falsch machen. So, bei den Zügen hier, allergleiches Spiel. Wir haben zwei Züge für die Novinci. Die sind gegenläufig, das heißt, wir können sie auch nicht falsch montieren. Also das heißt, der eine ist dort abgeschnitten und der andere daneben abgeschnitten und dann das geht nicht zu verwechseln. Genau, man kann es nicht verwechseln. Ist gut gemacht, wirklich. So. Und das ging ja jetzt schnell, ne? Und jetzt brauchen wir nur noch den Hakenschlüssel, die Muffe löse und schwuppdiwupp. Also innerhalb von 2 Minuten ist so ein Tandem auseinander gemacht, ne? Geteilt. Genau, ja. So, also. So, dann zeige ich den Vorgang auch nochmal. Ich schraube das Ganze hier jetzt auf. Wir machen übrigens extra so Aufkleberlitter drauf mit Auf- und Zurichtung, weil man sich das sonst manchmal nicht so merken kann. Ich habe es nicht bei mir gemerkt. So, jetzt schauen Sie mal, das Ganze kommt hier jetzt langsam in Bewegung.
es ist gut, wenn der Partner, der sonst mitfährt, das Ganze hier ein bisschen hält. Denn wir haben festgestellt, würde der Ständer hier schon auch aufgeklappt sein, dann verklemmt es ein bisschen. Wenn Sie alleine sind, geht es nicht anders. Also da machen Sie es mit zwei Ständer. Wenn Sie zu zweit da sind, ist es besser, so wie jetzt. Genau, ja. So, das ist auch ein Fortschritt, den wir gemacht haben. Wir haben zwei Ständer an jedem Teil, so dass ich hier die separat hinstellen können. Der hintere übrigens ist unglaublich stark. Der stammt eigentlich aus Cargo-E-Bikes oder Cargo-Rädern. Da kann sich einer sogar draufsetzen. Das spielt keine Rolle, das ist unheimlich stark. So. So würden jetzt zum Beispiel die beiden Teile da stehen auf dem Bahnsteig. Ja, Sie haben jetzt eine Tour gemacht und dann wollen Sie wieder zurückfahren. Diese Räder, so wenn Sie da jetzt stehen, kostet auch kein Geld, also kein Fahrschein ziehe für Fahrräder oder so, denn die sind ja jetzt geteilt und jetzt ist es ein Gepäckstück. Ein großer Vorteil von solchen teilbaren Tandems. So, gesetzt der Fall, Sie wollten das jetzt verladen auf dem Auto, dann würde mir empfehlen, da muss der Akku weg. Genau, der Akku sollte weg, macht das Ganze auch noch mal leichter beim Verladen. Durch den Schlüssel, ne? Ja, ich habe den Schlüssel einstecken. So, nehmen wir hier einmal rein, drehen das Ganze, gehen wieder in die Führung rein und dann können wir nach hinten den Akku rausziehen. Einfach. Genau, gut. Sehr einfach. Wenn man jetzt die Teile auf den Fahrrad-Heckträger stellt, dann macht man das mal so. Das Vorderrad kommt auf die eine Schiene. Dann hier dieses Teil daneben, das kommt auf den anderen und umgekehrt. Und dann hätten wir die beiden Teile drauf. Das ist die eine Variante. Die andere ist, beide Teile kommen in den Kofferraum. Und bei den meisten Kombis, eigentlich bei allen, passen diese zwei Teile rein. Mir empfehle, dann da noch zwei, drei Handgriffe zu machen, nämlich man könnte jetzt daneben diesen Sattel komplett rausnehmen, machen wir gleich. Wir werden den Lenker schräg stellen und auch mal das Vorderrad rausbauen, damit Sie sehen, was man da eigentlich mitmachen kann. So, ich hole Stütze jetzt ganz unten raus. So. Ich schmiere die auch immer schön ein, dass sie gangbar sind. Machen Sie sich nicht fettig dann im Anschluss. Dann immer, wenn man es dann irgendwo hinlegt im Auto. Naja, das Ganze ist jetzt neu, können Sie sich vorstellen. Ja, da kommt viel raus. Ja. Genau. Dann. Der nächste Schritt ist quasi die Lenkerverstellung. Das können wir hier durch die zwei Klemmschrauben ganz einfach den Lenker nochmal zur Seite neigen. So. Okay. Genau. Das ist doch jetzt, also wenn ich da hinlang, ne? Super leicht. Also das könnte ein Kind hochheben. Ja, auf jeden Fall. Ach, darf ich mal? Ja, das haut hin. Das haut hin. 8 Kilo. Es ist ja kein Motor dran. Also das ist das leichtere Teil und auch die Schaltung fehlt auch, ne? Aber immerhin. So. Jetzt haben wir schon beim Verladen manchmal festgestellt, dass diese Höhe hier dann doch zu breit war, um das in den Kofferraum reinzubringen. Aus dem Grund machen wir mal ganz geschwind hier das Vorderrad raus. Das ist total einfach. Wir haben hier einen Exzenterhebel. Zack. So, aufgemacht. Dann löst man daneben über die Mutter. Schwuppdiwupp und schon ist rausgefallen. Also das ist das ganze Hexenwerk. Genau. Geht, ne? Nein mache, sag ich mal nachher. So. Und jetzt könnte man ein Teil querlegen auf dem Boden. Man mache da immer das zuletzt, weil das das leichtere Teil ist. Und wenn Sie das öfters machen wollen, empfehle ich Ihnen auch Faltpedale oder abnehmbare Pedale, weil die stören manchmal, wenn es dann aufeinander liegt, dass dann die Teile sich verhängen. Und tun Sie natürlich eine Decke mitbringen, wenn Sie Ihr Tandem abholen bei uns, dass man dann die beiden Teile miteinander da so schützen kann.
So, es ist klar, daneben die Stütze könnten wir auch noch rausmachen. So, dalle. Und tschuk, 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 tschuk. So. Super. Prüfen wir das Gewicht, Fabian. Von dem Lehngitter. Also super leicht, also wie ein normales Fahrrad vielleicht. He? Ja, also gut, wir haben jetzt aufgrund des Motors und der Narbe jetzt sicherlich nochmal 3-4 Kilo mehr da, aber zum Verladen soll es auf jeden Fall passen. Also dadurch, dass ich mir jetzt praktisch die Sättel geschwind rausgemacht habe, Akku weg, Vorderrad weg, sind es ganz, ganz leichte Teile und kann im Grunde genommen auch eine schwache Frau oder ein schwacher Mann ganz einfach verstauen und auch wieder rausnehmen. So, jetzt bauen wir es zusammen und ich würde sagen, ich gebe jetzt einmal Gas, damit die Leute sehen, wie schnell das geht, denn manche meinen doch, es ist ein Kunstwerk und ein Projekt, so ein Ding auseinander zusammenzunehmen. Ja, aber ist es eigentlich nicht. Ja, jetzt gucken wir mal auf die Uhr. Haben wir Uhr da? An der Kameramann. Hast du eine Uhr? Ich habe nie eine Uhr. Was haben wir? Wie viel Uhr? 11:23 Uhr. Also 11:23 Uhr. Okay. Leg du magst. Los, würde ich sagen. Ja, ja. Ich gucke zu, ob du das kannst. Also Vorderrad einzubauen geht auch total einfach mit Scheibenbremse, weil ne, also da ist ein Schlitz da zwischen den zwei Bremsbelech und da führt man es einfach ein. Dann automatisch steht das Rad dann schon richtig drin, so, so ne? Also es ist nicht verschoben, sondern gerade. Man macht den Exzenterhebel wieder zu, indem man vorher noch die Spannung da entsprechend eingestellt hat. So. Dann. Aha, der Fabian will andocken. Also, soll ich dir helfen oder kannst du es allein? Alles gut, das gemacht. Okay. Weil ja das Ganze leicht ist. Wenn er mal eine Move gefasst hat, dann passiert es mit der anderen auch. Ich bin also hergegangen und habe dann eine komplett festgezogen, weil dann das automatisch ausgerichtet ist. Also probiere es aus, ich kriege dann da so die Tricks raus mit der Zeit. So, der Hageschlüssel ist dann natürlich in der Tasche, was man gleich hat. Zu erwähnen ist, wenn Sie das Rad wieder zusammengeschraubt haben, dann halten Sie mal nach 40, 50 Kilometer an und ziehen noch einmal diese Muffeschraube nach. Denn beim Fahren kann durch diese Bewegungen, durch die Kräfte, die da einwirken, kann sich das dann etwas lösen. Jo. Falls beim Zusammenschrauben die Züge nicht gleich zusammenpassen von der Länge, hängt es dann garantiert dort dran, dass irgendwo der Zug sich daneben da ein bisschen rausgerutscht ist. Vorne, daneben ist er, guck. Also daneben an dem, da die Außenhülle steht, Hause, da macht man das einfach neu. Wenn man es weiß, ist gleich mal. Oh. Also es dauert meistens ein bisschen länger, wenn Leute zugucken. Ne? Und sie gucken jetzt hier zu und dadurch, das kennen sie ja auch von sich, wenn ein Haufen zugucken, wenn man was macht, dann wird man meistens ein bisschen nervös. Oder auch nicht. So. Ich würde dir gerne auch mitmachen, aber ich darf hier nicht. Nee. Soll alleine gemacht werden. So, jetzt können wir mit dem Element wieder arbeiten. Tschack. Also der Fabian hat das jetzt schon öfters gemacht wie ich, weil der ja die Räder montiert immer. So. Auch hier kann man eine Markierung anbringen vorne.
dass man wieder weiß, in welcher Höhe man das reintut. Wir machen das gern mit einem Körnerpunkt, weil ein Körnerpunkt, der reißt hinterher nicht. Und das Material verdichtet sich da. Und wenn man dann noch mit so einem Fingernagel den ein bisschen ausfüllt, Nagellack, so ein roter Nagellack von der Frau, wenn man da eine Tüpfele drauf tut, auf diesen Körnerpunkt dann später, dann weiß man, aha, bis zu dieser Höhe muss man es neu stecken. So. Okay, und jetzt wird lediglich vorne noch einmal der Lenker gerade gestellt. Genau, und die Kette müssen wir natürlich noch montieren. Das Werkzeug übrigens liefern wir immer mit. Das ist sehr nützlich, auch im Haushalt, habe ich schon gemerkt. Wenn ich also mal sehe, ein Topfdeckel ist lose und dann nehme ich das Werkzeug. So. So, jetzt tun wir das nochmal ein bisschen so her. Das genau. Jetzt sind wir schon wieder am letzten Schritt. Ach, daneben da die Stromkäbel noch. Also wenn es dann nicht läuft, dann habe ich sie was vergessen. So einfach ist das. Diese Stromkabel, die werden jetzt auch oben verlegt. Früher waren die als unten und das Spritzwasser hinkommen. Und dann gab es ab und zu mal so Irritationen in der Steuerung, weil sie feucht waren, die Kabel. Kommt das auch nicht mehr vor. So, was jetzt wichtig ist bei der Kette, wir müssen jetzt beide Kurbeln quasi auf den gleichen Stand bringen. Das heißt, ich gehe hier jetzt quasi auf 3 Uhr. Setze es hier jetzt erstmal so an. Und tu mir die zweite vordere Kurbel quasi genauso stellen wie hinten jetzt, also wieder auf 3 Uhr circa. Dann lege ich sie oben gerade auf. Und bums, dann ist sie runtergefallen. Also wenn das Ihnen auch passiert, dann ist es normal. Also Fabian, ich mache das ja als anders, gell? Wie machen Sie es denn? Ich tue die einfach nach unten stellen. Ja, Ich mache es immer auf 3 Uhr. Ja, von mir aus. Und habe eigentlich nie Probleme. Bei mir ist es dann 6 Uhr. Elf? Ja, 6 genau. Uhr. So, also Sie sehen, wenn das jetzt versetzt wäre, also sagen wir mal um einen Zahn macht es nichts aus. Ach so, wie viel Uhr haben wir? Wir haben 11.30 Uhr, es sind fast genau 6 Minuten gewesen. Doch. Echt so lang? 6 Minuten, aber es war eine schöne 6 Minuten, finde ich. Ja. Ne? Also, da könnte man mal drüber nachdenken. Schöne 6 Minuten. Oh Mann. Also gut, wenn die ein bisschen versetzt sind, ist das nicht ganz so schlimm. Aber beim Tandemfahrer ist ja so, wenn der, wo vorne sitzt, in die Kurve geht, dann stellt er ja zum Beispiel für eine Linkskurve die Pedale nach oben, damit man ja bei einer gewissen Schräglage mit der Pedale nicht hängen bleibt. Gell? Würde sie nämlich da so fahren und dann bleibst du auch womöglich da unten hängen. Hat jetzt der hintere, der andere Pedalstellung wie der vordere, können es Konflikte geben. Okay, soweit so gut zum Kapitel Tandem, Teilen und wieder zusammenbauen. Also, eines müsste klar sein, das ist eine super Lösung.